Wenn er spricht, dann kommen sie alle. Rund 1350 Ingolstädter aller Berufssparten lauschten am Abend des 3. Dezember nicht etwa dem Weihnachtsmärchen, nein, vielmehr der Erfolgsgeschichte Erich Lüschens. Denn der war zu Gast im Ingolstädter Stadttheater zum Wirtschaftsforum 2008. Die Sparkasse macht seit vielen Jahren, ich denke, es sind schon Jahrzehnte, jährlich ein Wirtschaftsforum in der Vorweihnachtszeit. Also insofern war ein Termin angestanden und da ist uns immer wichtig, besonders wichtige Themen, die den Zeitgeist auch berühren, da zur Tagesordnung zu erklären. Und Philosophie und Motivation ist natürlich ein Thema, das besondere Bedeutung kommt. Je schwieriger das in der Wirtschaft wird. Also die Themenwahl war nicht schwer. Viel schwieriger ist es dann, derartig namhafte Referenten zu akquirieren, mit Herrn Lüschens, mit Herrn Professor Bort. Und das Ergebnis ist für uns so, dass ich sagen kann, da bin ich stolz drauf, da bin ich sehr, sehr zufrieden, da bin ich glücklich. Glücklich durften sich auch die Zuhörer schätzen, denn sie bekamen von Deutschlands Motivator Nummer 1 Gedankenanstöße, Ideen und die dafür nötige Energie zur Umsetzung. Ich glaube, ich habe den Zuhörern heute sagen können, wie wichtig Energie im Leben ist, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig es ist, an sich zu glauben. Und wer an sich glaubt, der kann es schaffen. Also mein Werdegang ist für jeden möglich. Immer vorausgesetzt, dass er sich 30 Jahre Zeit nimmt, dass er nicht meint, man ist morgen Millionär, dass er nie aufgibt, dass er eben einfach das Ziel wie so im Traum, einfach sein Ziel jeden Tag hält und sagt, jetzt bin ich wieder einen Millimeter vorwärts gekommen oder ich bin sogar einen Zentimeter zurückgefallen, aber ich glaube an das. Wer das tut, der kann auch das, was ich erreicht habe, kann er auch erreichen. Geistliche und philosophische Unterstützung erhielt er von Professor Dr. Michael Bort. Der Rektor der Hochschule für Philosophie München erklärte dem Publikum, dass die momentane Weltwirtschaftskrise auch positiv sein kann. Die Zuhörer durften erfahren, dass die drei großen globalen Krisen, der internationale Terrorismus, die drohende Klimakatastrophe und der Zusammenbruch der Finanzmärkte, eine enorme Chance für die Menschen sind. Chance, ihre Werte neu zu überdenken und Chance, sich neu zu fragen, was eigentlich im Leben zählt und was eigentlich im Leben wichtig ist, weil diese drei Krisen konnten nur entstehen, wenn sich an falschen Werten orientiert worden ist. Den geladenen Gästen hat die Abendveranstaltung auf jeden Fall gefallen. Eine hervorragende Geschichte, was hier vorgetragen wurde. Das Positive muss man aus der ganzen Sache rausnehmen. Und ich glaube, wenn man so eine Leute hat und die einfach so das wunderbar interpretieren können, wie die beiden Herren, dann ist das wirklich ein gelungener Abend und man kann stolz sein, dass man da dabei sein hat dürfen. Die Motivation, es ist immer mal wieder gut, wenn man es hört, auch wenn man es vielleicht schon mal gehört hat oder schon kennt. Was ich für mich heute mitnehmen konnte, dass eigentlich meine Anschauung, die das Leben betrifft, doch gar nicht so falsch ist. Ich habe mitnehmen können, dass es viele andere Werte gibt, als man denkt. Man denkt immer oder oft nur an das eine, an Geld oder an materielle Dinge. Und das ist gar nicht so wichtig. Man weiß es zwar, aber heute ist einem das wieder in den Vordergrund getreten worden. Und auch für Sie hatte Erich Lüschens zum Schluss noch einen Tipp. Niemals aufgeben.